Hallo, wir sind Sisu und Anuka und Lani und Nani und wir lesen euch jetzt zwei Bücher vor. Eins mit Schnee und eins mit Ostern. Und Weihnachten. Bär und Hippo im Schnee. Bär und Hippo, guten Morgen. Endlich Winter. Schlittenborgen. Den Berg hinauf und dann hinab. Obacht, Häschen, das war knapp. Bär und Hippo, kalte Nasen, Schneeballschlacht mit 14 Hasen. Bär und Hippo, Schlittschuhlaufen, Doppelachsel. Pflaster kaufen. Warmes Feuer, heißer Tee, die Beule tut schon nicht mehr weh. Klopf, klopf, klopf. Bär und Hippo, ach ja je, 14 Hasen stehen im Schnee. Zähne klappern, nasse Socken, reibt euch schön die Ohren trocken. Bär und Hippo, welch ein Tag, 14 liebe neue Freunde, allesamt auf einen Schlag. Hast du mir das Buch gegeben? Ja, ne? Ich kann es dir auch halten. Nee, musst du nicht. Das ist jetzt der Ostermann. Haben wir ihn vorgestellt? Der Knabe sieht die Mutter an. Stimmt's? Papa ist der Weihnachtsmann. Ja, mein Kind, das stimmt genau. Und du bist die Weihnachtsfrau. Ja, das könnte man so sagen. Mutter, ich muss noch was fragen. Wenn ich groß bin irgendwann, dann wirst du der Weihnachtsmann. Der Knabe senkt den Blick und spricht. Aber ach, ich will gar nicht. Jetzt ist die Mutter sehr schockiert. Sowas war noch nie passiert. Wer soll dann die Geschenke schenken? Und was sollen unsere Nachbarn denken? Wieso nur fühlst du dich nicht wohl? Es ist doch wunderschön am Pol. Aber alle hier sind alt. Auch ist es mir so furchtbar kalt. Ich mag keinen Winter, keinen Schnee. Auch kein Glühwein, keinen Tee. Fahr nicht gerne Schlitten oder Ski. Hab eine Orangenallergie. Rot und Weiß, das steht mir nicht. Und ich hab kein Bartgesicht. Der Weihnachtsmann will ich nicht sein. Wenn ihr mich zwingt, ist das gemein. Die Nerven deiner Eltern schonen. Kind, das nennt man Traditionen. Dein Papa ist der Weihnachtsmann. Schon Opa zog den Mantel an. Auch Uropa und dessen Vater, alle hatten Glühweinkater. Alle unsere Männer waren groß und dick mit weißen Haaren. Säcke hatten sie aus Jute und für die Bösen eine Rute. Alle riefen ho, ho, ho. Alle machten große Show. Alle waren Schlittenkutscher, Heimlichtuer, Schornsteinrutscher. Gedichtliebhaber, Stiefelfüller, Wunschempfänger, Kinoknüller, Wichtelchefs und Rentierkenner. Allesamt waren Weihnachtsmänner. Ich bin doch kein dummes Huhn. Soll ich was tun, weil's alle tun? Willst du deinen Sohn beibringen, weil's alle tun, vom Turm zu springen? Wofür du keine Gründe kennst, ist das, was du Traditionen nennst. Guter Junge, eins kannst du glauben. Dein Vater wird das nie erlauben. Später rumpelt's im Kamin. Und dann steht im Haus der Weihnachtsmann. Er nahm den Schornstein, weil er's kann. Doch seine Frau, die schimpft ihn an. Kannst du nicht die Tür benutzen? Diesmal musst du selber putzen. Der Weihnachtsmann spricht voller Ruß. Na, das ist ja ein schöner Gruß. Da fragt der Knabe, Kekse eintütend. Oje, Papa, warum so wütend? Sein Vater seufzt. Ach, mein Sohn, die Wichtel wollen Mindestlohn. Auch soll ich sie auf Facebook liken, sonst wollen sie ab morgen streiken. Ein anderes Problem, o Sohn, heißt Schokohohlkörperproduktion. Weißt du, was meine alten Augen lasen? 56% sind Hasen.
Doch bald, Kind, und das ist mir lieb, übernimmst du ja den schönen Betrieb. Da lacht die Frau, gleich wird dir grausen, dein Sohn hat wieder neue Flausen. Glocken mag ich nur an Kühen, ich mag es, wenn die Blumen blühen. Ich mag Farben, ich mag Düfte, mag kurze Hosen um die Hüfte. Es leuchten aller Menschen Mienen, wenn die Blumen mit den Bienen. Im Frühling atmet man viel freier. Und, wie sag ich's, ich mag Eier. Wenn ich groß bin, irgendwann werde ich der Ostermann. Der Vater zieht vom Kopf die Mütze. Was du da redest, ist doch Grütze. Ich glaub, dass ich nicht begreife. Ich brauch bitte schnell eine Pfeife. Gibst du wirklich niemals Ruhe? Immer Neues forderst du. Den Rentieren die Freiheit geben. Auch Weihnachtsbäume sollen leben. Dann kein Fleisch mehr und jetzt das. Alter Schwede, mir wird's zu krass. Wir haben wirklich viele Fans. Warum willst du zur Konkurrenz? Da reißt der Mutter die Geduld. Weihnachtsmann, du bist selbst schuld. Weißt du, warum dein Sohn so denkt? Weil du ihm dieses Vieh geschenkt. Wohin sie zeigt, dort bei der Vase, sitzt verschämt ein kleiner Hase. Der Junge nimmt ihn auf den Arm. Er ist so kuschelig, weich und warm. Der Weihnachtsmann zupft sich am Bart. Dann sagt er freundlich, aber hart: Was ein Kind sich wünscht vom Weihnachtsmann, muss ich erfüllen, wenn ich's kann. Streng folge ich alten Gesetzen. Diese darf ich nie verletzen. Das weißt du doch auch ganz genau. Was also hätte ich tun sollen, Frau? Der Junge wünschte sich einen Hasen. Er ist ein Kind. Das sind nur Phasen. Der Junge heult. Ihm leucht die Nase. Das ist gar nicht nur eine Phase. Wenn ich groß bin irgendwann, werde ich der Ostermann. Sein Vater brummt. Eins kannst du glauben. Das werde ich dir nie erlauben. Aber, flüstert das Kind dann, ich wünsche es mir vom Weihnachtsmann. Da lacht die gute Weihnachtsfrau. Junge, Junge, ganz schön schlau. Der Weihnachtsmann ist fassungslos, schubst seinen Sohnemann vom Schoß. Doch hilft kein Stampfen und kein Brüllen, er muss ihm diesen Wunsch erfüllen. Die Jahre sind ins Land gegangen, derweil die Weihnachtswichtel sangen. Wenn du groß bist irgendwann, dann wirst du der Ostermann. Hört ihr also in Frühlingen einen dicken Mann schön singen, der ohne Stiefel, ohne Mütze, barfuß hüpft in jede Pfütze, der stets kurze Hosen trägt, buntes Zeug in Nester legt, um diese unter dichten Hecken bei euch im Garten zu verstecken, winkt ihm zu und ruft sodann: Danke, lieber Ostermann! Aber wer bringt jetzt, höre ich euch fragen, Geschenke an den Weihnachtstagen? Wer stapft mit Sack durch jede Straße? Na, das macht nun der Weihnachtshase. So, wir wünschen euch noch eine ganz schöne Adventszeit und ein herrliches Weihnachtsfest mit euren lieben Menschen. Bleibt schön gesund und guter Dinge.